Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich mit euch über Baumgeister sprechen. Das sind spirituelle Wesen, die in vielen Kulturen und Religionen vorkommen. Sie sind in Mythen und Legenden verankert und haben eine ganz besondere Bedeutung. Baumgeister sind eng mit der Natur verbunden und gelten als Hüter der Bäume. Sie verkörpern die Kraft und Erdung, die wir von den Bäumen erhalten. In vielen Kulturen werden sie als heilige Wesen verehrt und um Rat und Unterstützung gebeten. Eines der faszinierendsten Dinge an Baumgeistern ist ihre Vielfalt. Jede Baumart hat ihren eigenen Geist, der spezifische Eigenschaften und Energien besitzt. So können wir beispielsweise den Geist der Eiche um Stärke und Standfestigkeit bitten. Oder den Geist des Ahorns um Kreativität und Inspiration. Um eine Verbindung zu einem Baumgeist herzustellen, ist es wichtig, sich bewusst auf die Natur einzulassen. Geht hinaus in den Wald oder in den Park, umarmt einen Baum und spürt seine Energie. Schließt die Augen und stellt euch vor, wie diese Wurzeln des Baumes tief in die Erde reichen und euch mit Kraft versorgen. Während ihr euren Baum umarmt, könnt ihr auch eine kleine Meditation machen. Atmet tief ein und aus und visualisiert, wie ihr die Energie des Baumes aufnimmt. Stellt euch vor, wie sich eure Wurzeln mit den Wurzeln des Baumes verbinden und ihr dessen Kraft in euch aufnimmt. Die Begegnung mit einem Baumgeist kann uns helfen, uns selbst besser zu verstehen und unsere eigene innere Kraft zu entdecken. Sie können uns auch bei der Heilung von emotionalen Wunden oder dem Finden von Antworten auf Fragen unterstützen. Aber wenn ihr das nächste Mal einen Baum seht, versucht doch einmal bewusst eine Verbindung zu seinem Geist herzustellen. Spürt die Energie, die er ausstrahlt und lasst euch von seiner Kraft inspirieren. Das ist ganz besonders jetzt in den Rauhnächten spürbar. Das war es für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt etwas Neues über Baumgeistern gelernt. Wenn ihr mehr über dieses faszinierende Thema erfahren wollt, lasst mir einen Kommentar da, Daumen hoch, bitte mein Video liken. Tschüss!